Trinity-Module kann man auf unterschiedliche Art falten. Einmal ohne Lasche, dann sieht es so aus. Dann mit der Lasche dieser kleinen Papierecke nach außen. Und einmal mit dieser Lasche nach innen gefaltet. Dementsprechend ergeben sich unterschiedliche Erscheinungsformen. Und wenn ein Papier Vorder- und Rückseite hat, anstatt wie hier zwei Farben, sieht das natürlich auch unterschiedlich aus. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gestern einen Stern zusammengebaut, in dem ich nicht drei Farben, wie hier, sich in einer Spitze abwechseln lasse, sondern drei unterschiedliche Faltweisen. Hier haben wir auch wieder bei dem Stern die Lasche nach außen gefaltet. Hier ist sie nach innen gefaltet und hier ist die Lasche überhaupt nicht dabei. Dementsprechend sieht der Stern ganz anders aus als normal. Er wirkt nicht mehr so kompakt wie sonst, sondern etwas mehr strahlenförmig, weil hier die Papierrückseite, in dem Fall braun, sonst ist sie ja oft weiß bei Geschenkpapier, eben zum Vorschein kommt. Und interessanterweise ergibt sich da ein Rechteck, was dann eben meistens in dieser Farbe erscheint. Ich habe hier mal ein Muster gerade so gefaltet, dass es da drauf passt. Das erscheint dann also in der Papierrückseite durch die Ergänzung der unterschiedlichen Faltweisen innerhalb einer Spitze. Ich habe hier einen Stern, einen goldenen Stern. Der sieht jetzt so aus. Also rundum golden, alle Module ohne Lasche. Was dann unschön ist, ist bei diesem Papier jedenfalls diese Mittelnaht, die steht so ein bisschen auf. Dadurch, dass das Papier Kunststoff beschichtet ist und sich nicht so gut falzen lässt, hat man das dann immer dabei. Und wie das umgebaut wird und sich dann nachher zeigt im Zusammenbau, das will ich hier in diesem Video vorführen. Ich baue jetzt diesen Stern erst einmal auseinander und ändere die Module. Ich habe die Module inzwischen umgeändert und kann jetzt an den Zusammenbau gehen. Ich mache das dann in dieser Form, dass dieses Rechteck, das hatte ich ja gezeigt, dass das in jeder Spitze möglichst erscheint. Manchmal wird es auch anders sein, je nachdem, wie die Module zusammenkommen, lässt sich das nicht vermeiden, dass sich auch ab und zu mal ein anderes Muster ergibt. Ich habe meine Module grob sortiert. Das ist also die Reihenfolge. Einmal die Lasche nach außen, dann die Lasche nach innen umgeklappt und da ohne Lasche. Die mache ich jetzt mal gerade auseinander nochmal. Ich habe die hier grob sortiert, verschiedene Zehnerpäckchen gemacht. So, hier nochmal Lasche nach außen, heißt umgeklappt so. Lasche nach innen heißt eben nach innen, so wie hier zu sehen ist. Es gibt ja reichlich Videos, in denen das auch so schon gezeigt wird. Ich beginne jetzt einfach mal mit meinem ersten. Die Reihenfolge sollte ich möglichst immer einhalten und jeweils in jeder Spitze nur ein Modul dieser Faltweise reinsetzen. Lasche nach außen, Lasche nach innen. Und als drittes dann das Modul, wo gar keine Lasche dabei ist. Ist ein bisschen rutschig, das Material, weil es Kunststoff beschichtet ist. So, jetzt nehme ich gerade die Gegenseite hier von den Modulen. So, ich fange jetzt einfach mal an. Das erste Modul, Lasche nach außen. Zweite Modul, Lasche nach innen. Drittes Modul, ganz ohne Lasche, miteinander verbinden. Jetzt mache ich gerade auf der anderen Seite von diesem ersten Modul weiter. Lasche nach außen war das. Setze dann wieder dran. Mit der Lasche nach innen und als drittes dann, keine Überraschung, das Modul, wo gar keine Lasche dran ist.
So, dann mache ich gerade hier weiter, um einen ersten Fünfer Spitzenkranz zu machen an dieser Seite. Lasche nach innen ist da schon. In meiner Reihenfolge käme jetzt dann das ran und als drittes dann das ohne Lasche. Dann bin ich wieder in meiner Reihenfolge. Das ist ja auch schon aus den von den dreifarbigen Sternen bekannt. Das ist genau dieselbe Reihenfolge. Dann geht es hier weiter in meiner Reihenfolge. An das Vollflächige käme erst einmal dann die Lasche nach außen, dann die Lasche nach innen, dann kann ich die Spitze schließen. So, gerade hier weitermachen, Lasche nach außen, jetzt kommt es nach innen. Gold. Man sieht auch, wie sich das Muster hier ergänzt, wenn die Reihenfolge so richtig ist. Und dann das dritte dazu. Jetzt habe ich vier Spitzen zusammen. Nein, ich habe sogar fünf Spitzen zusammen. Eins zu viel, kann passieren beim vielen Reden. Also immer gut zählen, vier Spitzen fertig machen. Und dann ergänzen. Jetzt habe ich natürlich keine Wahl. Jetzt muss ich die goldene Lasche noch nehmen, weil die beiden anderen schon da sind. Und jetzt wichtig, genau mit diesem Modul weitermachen, was geschlossen worden ist als letztes. Also das, dann mache ich weiter und mache hier den nächsten Fünfer Spitzenkranz. Das ist ja auch schon bekannt aus den anderen Videos. Lasche nach innen war da, das Vollflächige kommt, dann die das dritte, damit ich in meiner Reihenfolge bleibe. Und genau hier geht es weiter. Dann Lasche außen, die braune, dann die goldene. Kann man sich vielleicht auch besser merken. Es wird immer goldener sozusagen, hier bei diesem Stern zumindest. Jetzt zähle ich aber von vornherein. Ich habe vier Spitzen fertig, kann also jetzt den nächsten Kranz schließen. Da fehlt mir das ganz goldene, das vollflächige. Im Prinzip ist es nichts anderes, als wenn ich drei verschiedene Farben nehme, nur dass es hier drei verschiedene Faltweisen sind. Und genau mit dem, was ich als letztes geschlossen habe, mache ich wieder weiter. Ich betone das jetzt nur für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Das andere, wie man weiterbaut hier. So. Vier Spitzen sind schon wieder fertig, also kann ich das miteinander verbinden. Und was fehlt mir? Die goldene Lasche. Fehlt mir noch hier in unserer Sammlung. So. Wenn ich die Module von oben einschiebe, hat das den Vorteil, dass die Falze nicht auseinandergehen. Ist dann doch etwas besser. Und hier mache ich gleich wieder weiter. Das Vollflächige kommt rein, das ganz Goldene. Und dann noch die braune Lasche. Dann habe ich wieder meine drei komplett. Irgendwann, ich sage es jetzt im Voraus schon, kommt eine Stelle, wo es dann nicht passt. Dann muss man etwas zurückgehen und das reparieren. Das kommt jedes Mal, ist also kein Fehler.
2, 3, 4, fertig. Verbinden miteinander. Und was fehlt mir? Die goldene Lasche. Da geht es auch weiter. Drei Spitzen habe ich, eine kommt dazu. Was fehlt mir? Die goldene ist da. Dann käme als nächstes das vollflächige nach der goldenen, damit ich in meiner Reihenfolge bleibe. Und dann die braune Lasche. Na, so kommt das dahinter. Das ist hier nicht ganz so einfach. Ich kann es mit dem Daumen etwas hochdrücken, dann öffnet sich das. Gut ineinander, weil es so glatt ist. Vier sind fertig. Das passt auch. Da kommt jetzt noch die braune Lasche dran. Das ist jetzt meine persönliche Baumethode. Es ist einfacher als die klassische Baumethode und stelle fest, das ist jetzt die Stelle, wo es nicht passt. Hier würden jetzt zwei braune Laschen zusammenstoßen und das ist was, was ich nicht will. Deshalb muss ich jetzt einfach, und das ist immer so, zwei Schritte rückwärts gehen, bis da, wo ich wieder die Reihenfolge bestimmen kann. Und da habe ich jetzt die, weil es die richtige Reihenfolge wäre, das ganz komplette Modul reingesteckt. Und da stecke ich dann jetzt dieses Modul rein. Da ändere ich also jetzt die Reihenfolge. Und das wirkt sich dann auch auf die folgende Spitze aus. So. Kommt wieder das vollflächige dran gesetzt. Also nicht verwirren kann, nicht verwirren lassen. Jedes Mal beim Zusammenbauen kommt diese Stelle, wo man dann wieder zwei Schritte rückwärts gehen muss. So, die goldene Lasche fehlt mir hier. Bleibe ich wieder in der Reihenfolge, dass nach der goldenen Lasche erst das vollflächige kommt und dann die braune Lasche. Was fehlt jetzt noch? Die braune wieder. Da habe ich noch eins. So sollte es sein. Noch das vollflächige dazu. Sagen. Ich lege das mal gerade so hin. Wer jetzt noch ein unregelmäßigeres Spitzenmuster haben möchte, als wir es jetzt machen, der könnte auf einer Seite vom Modul die Lasche so falten und auf der anderen Seite, nur auf der anderen Seite vom Modul, die Lasche jetzt zum Beispiel in der Gegenrichtung gefaltet haben. Dann ist klar, dann würden die Spitzen dann noch unterschiedlicher hinterher aussehen.
Aber das wollen wir jetzt nicht. Das muss jeder für sich selber mal ausprobieren. So, jetzt kommt das letzte Modul hier noch rein. Also jetzt eine Weltneuheit, die Sterne so zusammenzubauen. Und mir gefällt es ganz gut hier. Wie das mit farbigem Papier aussieht, habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt die letzte Spitze. Und ich denke, da muss ich aufpassen, wo ich anfange, weil ich das nämlich, bei dem kriege ich es kaum dahinter. Also nehme ich das jetzt ziemlich am Anfang von der Spitze, wickel das auseinander, wie ich es immer tue, so dass alle drei Teile hintereinander kommen. Und das letzte kann ich dann wie gewohnt leicht über den Finger wickeln und hier reinschieben. Da muss ich natürlich jetzt gucken, wo ist mein Messer? Ich nehme mal jetzt die Schere. Das ist hier dahinter gerutscht, ist klar. So, dann ist meine Spitze hier auch komplett. Ja. Und der Stern sieht etwas freundlicher für meine Begriffe aus und etwas mehr nach Stern, als es vorher der Fall war. Viel Spaß daran.